guten Morgen zu einer kurzen Tourbegrüßung. Der Hartz-Enduro-Wanderer ist heute unterwegs mit Hemingway Cruiser und meinem neuen Lastenanhänger Burley Nomad vom Harz zum Tankumsee. Lasst euch überraschen, was auf uns zukommt. Für mich ist es die erste Tour überhaupt mit Zeltgepäck auf einem Fahrrad, sprich Bikepacking. Gut 100 Kilometer haben wir heute vor uns, geht entlang zahlreicher Kanäle. Dann wünschen wir uns viel Spaß. Jetzt verabschieden wir uns hier aus dem Harz, da haben wir den Brocken. Die Sonne geht so langsam auf. 9 Grad heute Morgen, Ende Oktober. Wir fahren also in den November hinein. Ja, Kilometer 10. Wir verlassen jetzt mal ein kurzes Stück Niedersachsen und durchqueren Sachsen-Anhalt. Ist aber nur ein kurzes Stück bis Isingerode. Dann geht es zurück in den Landkreis Wolfenbüttel, Braunschweig und dann später nach Gifhorn, wo unser Ziel liegt, unter Tankumsee. Immer ein markanter Punkt hier. Die ersten 8 Kilometer bin ich ohne Unterstützung gefahren, um den Akku ein bisschen zu schonen. Ich habe heute gut 100 Kilometer vor mir und der Anhänger wird sicherlich etwas Strom ziehen. Von daher starte ich mal ein bisschen vorsichtiger. Ja, und dann fahren wir mal weiter jetzt durch Sachsen-Anhalt in den Landkreis Wolfenbüttel. Ja, Kilometer 20, kurz vor Bürsum. Wir fahren hier gerade entlang der Bahnlinie von Fienburg, alle vom Harz kommen, in Richtung Braunschweig. Ja, und ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt hatte. Ich hatte ja ursprünglich vor, einen Nachläuferanhänger mir anzuschaffen. Also einen einspurigen Anhänger. Der geht aber nicht bei dem Hemingway zu montieren, weil da muss man seitlich in die Achse sich reinstecken. Und ich habe hier an dem Hemingway das Elektrokabel. Das Elektrokabel reinlaufend in die Achse und dann kann ich da halt den einspurigen Anhänger nicht reinhängen. Deswegen bin ich ja gezwungen, auf der linken Seite den Anhänger zu befestigen. Ja, einspurig ist halt deswegen, so wie diese Wege, ich meine, hier geht es ja noch, es ist ja absolut flach hier. Das macht der Nomad ja hier völlig mit hier, diese einspurigen Fuhren. Aber wie gesagt, ich fahre ja gerne Single Trails und da bin ich mal gespannt. Also den Anhänger merke ich gar nicht hier, was ich gerade festgestellt habe.
Das Spritzwasser in den Pfützen geht natürlich auch hier schön rüber. Aber es ist ja hier eine LKW-Plane, eine gummierte Folie drauf. Ist überhaupt gar kein Problem. Ja, wunderschönes Herbstwetter hier Ende Oktober, hinein in den November. Auf der Tour vom Harz zum Tankumsee in den Landkreis Gifhorn. Und weiter geht's nach Wolfenbüttel. Ja, Kilometer 40, seit Gittertide. Wir machen jetzt die Westumrundung um Braunschweig und dann geht es zum Mittellandkanal. Nach Kilometer 50, Braunschweig-Weststadt. Wir sind hier durch den Westpark gerade gefahren, durch das Waldstück. Jetzt geht es Richtung Mittellandkanal Kanzlerfeld. 4 Kilometer, da kommt nach Braunschweig-Wartenstedt und dann geht es an den Mittellandkanal und dann geht es Kurs Ost Richtung Wolfsburg.
Ja, Kilometer 60, Braunschweiger Hafen, hier jetzt am Mittellandkanal angekommen. Jetzt heißt es immer Kanal, mitfahren, Kurs Ost, Kurs Wolfsburg. Dann müssen wir noch einmal links abbiegen in den Elbe-Seitenkanal und dann geht es zum Tankumsee. Kilometer 60, wir haben jetzt noch 4 Balken auf der Akkustandsanzeige. Das heißt, ein Balken ist jetzt verloren bei Kilometer 60. Das heißt, ich habe hier ordentlich mitgetreten. Sehr zufrieden mit. Ich hatte gedacht, in Braunschweig müsste ich mal nachladen. Das ist aber hier nicht der Fall. 4 Balken, da komme ich noch deutlich mit hin. Also hier vom Braunschweiger Hafen, direkt am Mittellandkanal, geht es jetzt weiter. Kurs Ost Richtung Wolfsburg und dann links ab Elbe-Seitenkanal. Ja, ich denke, ich melde mich mal wieder. Kilometer 70 immer noch entlang des Mittellandkanales, Kurs Ost, Kurs Wolfsburg. Wir sind jetzt hier gerade in Abbesbüttel vorbeigekommen. Wir haben noch eine Ortschaft, die heißt Wettesbüttel. Also alles hier mit Büttel hier im Landkreis Gifhorn. Und dann warten wir auf den Abzweig nach links zum Elbe-Seitenkanal. Und entlang des Elbe-Seitenkanals liegt dann auch unser Ziel für heute, der Tankumsee. Naja, ich denke mal so 15 bis 20 Kilometer werden wir noch haben. Ja, Kilometer 75. Wir sind hier am Abzweig vom Mittellandkanal zum Elbe-Seitenkanal. Also Mittellandkanal geht hier geradeaus Richtung Wolfsburg und der Elbe-Seitenkanal geht hier Richtung Elbe hoch. Vorbei am Tankumsee, wo dann auch unser Ziel liegen wird. Ich denke mal noch knappe 10 Kilometer. Wir haben es jetzt 14.30 Uhr. Ja, 6 Stunden unterwegs. Akkustandsanzeige, wir haben noch 2 Balken, Kilometer 75, Kurs Tankumsee entlang des Elbe-Seitenkanales mit dem Hemingway und mit dem Burley Nomad Anhänger. Leider fährt hier kein Schiff im Moment, aber das wird sich noch ändern, ganz sicher. Also bis gleich am Tankumsee. Ja, Kilometer 80 hier am Elbe-Seitenkanal mit Blick auf unser Zielgebiet, dem Tankumsee. Wir haben noch 2 Balken auf dem Akkustandsanzeige. Heute erstmals ja mit Lastenanhänger und Zeltgepäck unterwegs.
Ende Oktober haben wir es, genauer gesagt den 26. Oktober, das herrlichste Herbstwetter. Ja, dann wollen wir nochmal zelten hier am Tankumsee. Schön, dass ihr mit dabei wart und bleibt dran. Jetzt wollen wir mal was essen und vielleicht auch noch schwimmen gehen. Zeltaufbau und so weiter. 3 Stunden haben wir noch Zeit, dann wird es dunkel. Also, runter geht's vom Elbe-Seitenkanal, da hinten ist die Abfahrt. Einmal rund um den Tankumsee zum Zeltplatz. Zeltaufbau, Essen und Schwimmen. Ja, jetzt noch einmal Glück auf aus dem YouTube-Studio. Ankunft am Campingplatz. Wir bauen jetzt am 26. Oktober noch einmal das mitgebrachte Zelt auf. Ja, und bevor der wunderschöne erste Bikepacking-Tag mit 85 Kilometern am Tankumsee zu Ende geht, sage ich erst einmal Danke für euer Mitkommen und die Rückfahrt. Am Folgetag starten wir nach einem stärkenden Kaffee an einem noch schöneren Herbsttag. Glück auf, euer Harzer Enduro-Wanderer. Und jetzt viel Spaß mit den Bildeindrücken der Rückfahrt.